Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Nation Zero. Und ja, ich habe mich jetzt ein bisschen abreagiert nach dem letzten Spiel. Das hier ist zwar direkt im Anschluss, aber ja, ich habe ein paar Mal tief durchgeatmet und jetzt soll es das vielleicht sein. Drei Versuche habe ich noch, um einen einzigen beschissenen Punkt zu kriegen. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Ich habe die erste mit der zweiten Reihe getauscht, ansonsten habe ich nichts gemacht. Also die drei. Ja, Sturmspieler habe ich getauscht jeweils. Und dann schauen wir mal, was das jetzt bringt mit Jones, O'Reilly und ja, ne? Und den anderen. Stasny. Ah, oh, schöne Chance von Jones. Oh Gott, was ein Pass. Stasny dürfte aber schneller sein. Schön abgeblockt hier. Buschema jetzt. O'Reilly. Spielt auf Jones. Abgeblockt. Jedes Mal, warum haben die denn jedes Mal so ein Glück? Habt ihr das Tor gesehen? Der Puck ist da ganz merkwürdig geflogen. Michael Grabner. An meinen Schlittschuh. Und dann geht der Puck einfach mal ins Tor. Also ich habe langsam das Gefühl, es soll nicht sein mit der Meisterschaft. Hä? Wo kommt denn? Jetzt habe ich irgendwie. Ja, gut, egal. Hartnell. Le Cavier und Allen hält. Ja, ich war da so ein bisschen eingeklemmt. Die Nummer 34 hier, Allen. Schöner Puck-Einsatz, Stock-Einsack. Lovejoy, ah, ihr auch. Und Hiller, schön gehalten. Ein merkwürdiger Pass. Und er schießt nicht! Ich drücke 10.000 Mal und er schießt einfach nicht. Harry Shark war das, glaube ich, jetzt. Ah, habe ich nochmal Glück gehabt, dass ihn. Cogliano. Ah, Alter, der ist so gut im. Gegen den habe ich erst recht keine Chance. Der ist in der Defense richtig gut, der Spieler. Dafür anscheinend im Angriff ein bisschen schwächer. Obwohl, ich sage das lieber nicht zu früh. Das spielt er nämlich gerade ganz geschickt. Aber Andrew Cogliano jetzt nimmt Fahrt aus. Ja. Ich muss unbedingt irgendwas mit meiner vierten Reihe machen. Und irgendjemand schießt das Tor weg, drückt das Tor weg. O'Reilly, auf Jones. Und da gibt es eine Schlägerei zwischen Stasny und Karpner. Ich habe gar nicht gesehen, was passiert ist. Ich war eigentlich so drauf fixiert. Oh Gott, der drückt. Ja, da habe ich ja gar keine Chance gehabt. Die Schlägerei wollte ich auch nicht. Gerade Stasny wollte ich garantiert nicht verlieren.
Checkt den eigenen Spieler gegen den gegnerischen Torwart. Bouchemont. Ja, und der eigene Spieler blockt den Schuss. Spisa. Hatten wir jetzt nochmal vielleicht die Chance? Ja, nee. In die falsche Richtung gegangen. Und damit bleibt das bei dem 1:0 für die Detroit Red Wings hier. Durch ein, echt scheiß Druck, echt scheiß Tor. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Das ist das einzig Positive, was er sagt. Ich bin begeistert. Und gibt Icing. Dann dachte ich, nimm's da auf und seitdem läuft's nicht mehr. Ich glaube, jetzt spielen wir auch gegen Spieler der Liga, in die wir kommen werden. Vielleicht liegt's da. Hüppala. Vielleicht bin ich dann noch nicht bereit. Möglich wär's. Statt zu schießen, passe ich lieber. Außersehen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich den Puck kriege. Schöne Chance jetzt für Glencross. Aber auch schön den Spieler positioniert. Ah, Pass abgefangen, aber Hartnell mit dem Check. Und da sind die Spieler wieder von der Bank. Und abseits. Endlich mal ein Bulli gewonnen hier. Timo Selene. Aber der kann irgendwie nicht so richtig mithalten. Lovejoy. Oh, gegen die Latte. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja, komm. Und Karkner again. Der macht mich wahrscheinlich wieder genauso fertig. Ja, ich glaube, diesmal darf ich ein paar Mal mehr schlagen. Und da gewinnen wir endlich den Kampf. Das ist ein Penner. War aber verdient. Oh, da hat er ordentlich eins auf die Nase bekommen. Der Check. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich dafür einen Spielverweis kriege. Und anders als in der DEL natürlich geht hier keiner dazwischen. Oh, der Spieler da, der sieht ordentlich mitgenommen aus. Es gibt also 2 Minuten Strafe. Oh, ich hab da was vergessen. LKW, aber der Pass kommt nicht an. Und der Puck geht von der Bande übers Plexi und Bulli. Jones holt sich den Puck zurück. Voracek wollte da gerade schießen, aber... Oh Gott. Und das 2:0. Warum steht denn der Spieler da so frei? Warum ist das bei mir nie? Niemals ist das bei mir. Immer nur bei den Gegnern.
Oder sehe ich es einfach nicht? Ach, ich habe keine Ahnung, ey. Ich bin anscheinend... Ja, jetzt doch... Ja, das passiert, wenn ich passen will. Nick Cavalier, schöne Chance mal. Ah, und wieder ein Scheißpass. Voracek. Auf Le Cavalier. Hätte er ankommen können. Tat er natürlich nicht. Schön hier vom Puck gekannt, Le Cavalier. Irgendwie finde ich, dass es ein besserer Verteidiger als ein Angreifer. Und da gibt es erneut eine Strafe gegen die, ja, Polarfüchse. Ja, also das war jetzt kein... Ist ja gar nichts mehr. Cogliano hier zu langsam. Oh Gott. Und wieder in die falsche Richtung gegangen. Aber diesmal Strafe. Stasny gewinnt den Bulli. Schön, schöner Einsatz. Ja, und da hat er genau rechtzeitig gestochert. Es ist doch unglaublich. Ich kann das sowieso nicht. Ah, was war das denn? Spieser auf Hartnell. Und natürlich kommt der Puck wieder nicht an. Und schöner Scheck. Wenigstens das noch. Meine Güte. Schön gemacht von Camieri. Seitdem der seine eigenen Mitspieler übrigens bei sich hat, funktioniert der auch überhaupt nicht mehr. Glenn Cross auf Camieri. Schön. Endlich mal wieder eine halbwegs vernünftige Chance hier. Spisa, Bouchemont. Boah. Aber wisst ihr beschuldigt? Ich bin mal wieder in die falsche Richtung. Glenn Cross, schön gemacht. Und die Rettung in letzter Sekunde. Le Cavalier. Schön gemacht hier für die Nummer 27. Nur das Tor hat natürlich wieder nicht funktioniert. Ja, war ich selber schuld, das hat er echt schön gemacht. Love Troy. Auf Penner. Also vierte Reihe. Cogliano.
Ich drücke und er schießt wieder nicht. Es ist doch zum Kotzen. Habe ich den Controller kaputt gemacht oder was? Keine Ahnung, wo der Puck ist. Da ist er. Ist da einer? Natürlich nicht. Versuch das hier mit Alleingängen. Ist ja auch interessant. Können wir auch machen. Ah! Drei Minuten 33 noch und ich muss hier noch zwei Tore schießen. Das wird wohl nächstes Mal wieder. Ich wollte doch nur ein Tor haben. Aber anscheinend war das zu viel, verdammt. Schöner Save. Jonas Hiller. Das trickst da rum bis zum geht nicht mehr. Dagegen habe ich irgendwie noch kein Mittelchen. Ja, wechselt doch gleich den Spieler. Ach komm. Was machen die denn? Drehen die durch oder was? Ja, jetzt läuft er dann vorbei. Ich habe auch so viel Zeit, Mann. Hallo! Mann! 10 Minuten später, ja. Na komm, mach ihn rein. Und wieder verloren. Meine Güte. Ich glaube, Leute, wirklich, ich schaff's nicht. Was soll's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Drückt mir die Daumen fürs nächste Mal. Und ansonsten, macht's gut. Euer Nation Zero.